Wie unschwer zu erkennen ist, sind wir in einem neuen Dirtpark. Ihr stört mein Intro! Dirtpark Oerkenschwick ist neuer Local, weil Mal ist ein bisschen tot. Ich weiß nicht, vielleicht habt ihr das irgendwo auf Instagram gesehen. Aber ist auf jeden Fall ganz nett hier. Und ich habe euch vor ein paar Stunden auf Instagram nach ein paar Tricks gefragt. Nein, ich mal mal weiter. Ist ja egal. Ist ja nicht so, als wäre das qualitativer Content. Und ihr habt auf jeden Fall fleißig Tricks geschickt. Und die gucke ich mir jetzt mal an. Ist auch auf jeden Fall sehr viel Müll dabei, aber ich gucke mal, ob ich was Cooles finde. Ja, das sind auf jeden Fall ordentlich Tricks. Mal gucken, was ich davon gleich mache. Was ist denn hier so? Casual Bar? Auf gar keinen Fall. Bevor ich jetzt eure Tricks mache, zeige ich euch erstmal, womit wir hier arbeiten. Ey, falsch rum! Wir haben hier eine kleine Line, dann ein paar große Sprünge, die kann man gut transferen. Einen Tricksprung, da hinten ist so eine Flowline, so Big Bike. Darauf gehe ich jetzt aber nicht näher ein. Ich fange jetzt einfach mal mit der kleinen Line an. Ui! Okay, wir fahren jetzt die Lines mit Transfer. Das Problem ist, dass das Wetter seit mehreren Wochen einfach nicht mitspielt. Deswegen hat es auch gerade wieder heftig geregnet. Ah! Ah! Oh! Na, nein! Alter! Boah, er wollte einfach umbringen. Ja, jedenfalls ist es überall total nass. Aber wir kriegen das schon hin. So, jetzt zeige ich euch einmal die kleinere Line. Aber man muss halt immer hier transferen, weil die Absprünge teilweise noch so nass sind. Unclean. Und jetzt auf den Tricksprung. Schön! Ab auf den Trickser! Stabiler Train. Okay, ich beschränke mich jetzt erstmal auf den Tricksprung und ich fange an mit einem Truck und danach mache ich Truck to X ab. Truck X up. 360 Tail wurde auch ganz oft gefragt. Den macht Jorven für mich. Lean! Da muss ich den nicht machen. Double Truck. Die wichtigen habe ich jetzt gescreenshottet, dann ist es nicht so ein Durcheinander. Double Truck. Nächster Trick. So, Tjorn macht jetzt für mich den Barbarback. Clean! Tuck to Bar. Let's go. Der Crankflip. So, Tjorn macht jetzt den Crankflip für mich. Clean! Double Oppo Bar macht Leonard jetzt für mich. Yo, Alter, saugut! Suibar von Leonard. Oha, Alter, was? Junge, das war krass. Let's go. 360 Oppo Bar, Bar back. Was war das? Yo! Oppo Bar, T-Bog von Leonard. So, Bar Oppo Bar. Von wem anders als von Leonard? Bescheuert! Aber saugut. Barfucker IT! Oh, hey. Yannick mit dem Nothing. Okay, jetzt der Nothing vom verrückten Yannick.
Nee, der zählt nicht. Der muss mit mehr Extension. Shoutouts gehen raus an Yannick Südo. Ja. Flip X ab. X ab. Flip Tuck vom Leo für Tjorven. Lean. Ich mache jetzt Flip Bar. Flip Bar. Tail Whip. Endlich mal ein vernünftiger Trick. Rein in den Tail Whip. Oh! Hier wurde mir sogar eine Line gecallt. Bar am 1., 2. Oppo-Bar und Tricksprung Neck-Neck. Und hier ist nochmal Neck-Neck gecallt, also mache ich das jetzt. Bar-Spin. Oppo-Bar-Spin. Und Neck-Neck. Juhu! Can-Can-Straight. Mache ich nie. Mache ich jetzt mal. Ich mache die sonst immer nur in Flips. Aber straight finde ich die schon scary. Das wird jetzt scary. Straight finde ich die total gruselig. War nicht schön, aber selten. Was auch selten ist, ist ein Barspin von Julian. Clean. 360 Tabletop ist ein sauguter Call. Da habe ich Bock drauf. Okay. Dreier Tabletop. Ist schwer, mache ich nie. Boah, ich weiß nicht. Und den muss ich auf jeden Fall öfter machen, dass der mal so richtig clean ist. Dreier T-Bock, bester Call. So, jetzt T-Bock Truck. Wow. Also da kann ich auf jeden Fall nicht so einen schönen T-Bock machen, weil ich ja klemmen muss. Der ist sogar neu, den habe ich noch gar nicht gemacht. Ich teste das mal an. Was zur Hölle? Dicker Faceplant. Ich weiß auch nicht, mein Kopf hat sich einfach ausgeschaltet. Ich glaube, das wird aber kein richtiger T-Bock, sondern eher so ein C-Tap. Ich muss mal gucken, ob ich ein bisschen den Lenker quer kriege, damit das halbwegs cool aussieht. Ich teste nochmal. Ja, ob das jetzt so ein T-Bock war, weiß ich nicht, aber war auf jeden Fall ein Seat-Grab-Bar. Auf den Trick können wir das Video auch beenden. Die GoPro hat nur noch 4%. Adieu.